Ich bin unglaublich stolz auf mein Volk. Ich bin unglaublich stolz auf unsere Männer, die Helden sind, die kämpfen für uns alle, die kämpfen für Freiheit und Demokratie, nicht nur für die Ukraine, die kämpfen für uns alle. Und das ist so unglaublich, dass es heute in Berlin so viele Menschen gekommen sind, um Ukraine zu unterstützen. Und nur zusammen schaffen wir das. Diesen Krieg, unglaublich barbarischen Krieg, zu beenden. Danke. Ja! Jetzt ist es so, ich weiß, ich glaube, du hast gestern das letzte auch mit deinem Ehemann zu tun gehabt oder von ihm gehört. Du hast selber ganz viele Menschen und Freunde bei dir aufgenommen. Du hast aber auch russische Freunde und Freundinnen, unter anderem in Berlin, die auch helfen, wo sie können. Und wir wissen natürlich, dass es auch vollkommener Quatsch ist, jetzt alle Russen in einen Topf zu werfen und sagen, ihr seid alle böse. Aber wie ist das denn? Ja, es ist viel Leid. Unser Land war angegriffen. Unsere Männer waren zu Waffen geführt. Ja. Und deswegen, es tut mir furchtbar leid. Aber dieses Blut, was es im Moment in der Ukraine fließt, der russische Volk leider wird nie im Leben von deren Händen abwaschen. Und das Einzige, was ich würde mir wünschen, dass dieser Hass zwischen diesen zwei Völkern wird irgendwann vorbei. Irgendwann. Und wir sehen es an deinem eigenen Beispiel, der Hass muss ja nicht da sein. Man kann auch zusammenarbeiten. Wie gesagt, ich habe von deinen russischen Freunden gesprochen. Ich würde gerne zum Schluss noch einmal auf deinen Hoodie hier zu sprechen kommen. Wessen Hand stellt das da? Das ist Handabdruck von Wladimir Klitschko. Wladimir! Ja! Meine Damen und Herren, Natalia Klitschko, herzlichen Dank.